Das folgende Spitzenspiel der 2. Klasse Südwest widmet Ihnen Franz Reitzhammer, Partner von WFuchs Austria, in Kooperation mit Helvetia Maklerservice Linz. Sichern Sie Ihre Risiken ab. Mit Helvetia. Einfach, klar. Helvetia. Zum Sieg mit einem Glas heller Freude. Urtypisch wir Zipferbier. Fensterwelt Moser in Hendorf am Wallersee. Seit 25 Jahren ein Familienbetrieb. Ihr Partner für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Montagen. Purfit Mattighofen. Einfach trainieren. Wünscht der TSU Jecking viel Erfolg für das heutige Match. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Samstag, 10.10.2020, erstes Elite-Radstraßenrennen in Königswiesen. Internationale Topstars U23 Amateure, Damen- und Landesmeisterschaft Amateure. Alle Infos auf mühlhügel.at. Wenn man in den letzten 3 Jahren auf der Fußball-Landkarte die TSU Jecking suchte, dann musste man sich in die Niederungen des oberösterreichischen Fußballunterhauses begeben. Platz 9 mit den gesammelten 25 Punkten in der Saison 2017-18 war da in der 2. Klasse Südwest, in der die Innviertler kicken, schon eine richtige Top-Platzierung. In der Corona-Saison 2020-21 sieht die Sache jetzt völlig anders aus. Da rangieren die Palästra aus dem KTM Homeland. Jecking liegt ja ganz in der Nähe von Mundelfinger Mattighofen nach 7 Runden mit 13 Zählern auf Platz 5. Auf die beiden mit jeweils 16 Punkten führenden Clubs Friedburg Juniors und Geretsberg fehlen nur 3 Pünktchen. Und mit der Sportunion Geretsberg kann das von Erwin Dankl betreute Team in Runde 8 gleichziehen. Denn die Jungs von Trainer Wolfgang Würnstl sind an diesem Spieltag zu Gast in der Jecking Arena. Die supermoderne Anlage wäre bei so einem Spitzenmatch in der ca. 650 Einwohner zählenden Gemeinde normalerweise bombvoll. Die Betonung liegt auf wäre, denn natürlich halten sich die ehrenamtlichen Funktionäre strikt an die Corona-Sicherheitsvorgaben. Die Besucher, die in der Jecking Arena live dabei sein können bzw. dürfen, sehen schon nach 30 Sekunden, wie die Gäste nach diesem misslungenen Abschlagsversuch von Heimgoalie Bakula beinahe mit einer 1:0-Führung in dieses Spitzenmatch starten. Und auch beim darauffolgenden Corner von der linken Seite herrscht Alarmstufe Rot vor dem Kasten der Dankl Boys. Aber Bakula kann mit viel Arbeit sein Geviert sauber halten. Die TSU kommt in der 5. Minute zu ihrer ersten Topchance. Lazar schickt auf der linken Seite Yilmaz perfekt auf die Reise. Der macht seine Sache ebenfalls stark. Nur der abschließende Stangler vors Gästetor ist nicht ideal, denn die Kugel landet in den Armen von Geretsbergs Einser Sinzinger. Nach genau einer Viertelstunde eine völlig unnötige Spielerei der Heimabwehr im eigenen 16er. Zu guter Letzt serviert Yilmaz dann auch noch Gästeangreifer Mihailovic die Kugel ideal. Am Ende dieser Aktion gibt's 2 Erkenntnisse. Erstens, es bleibt beim 0:0 und zweitens, vor der eigenen Hütte darf, nein muss man, mit dem Spielgerät auch schon mal kompromisslos abfahren. 9 Minuten später eine Ecke für das Würnstl-Team von der linken Seite. Teuermann führt aus und diese Ausführung ist 1A, denn die Kugel landet am langen Eck des Heimgevierts und dort steht einsam und verlassen Markus Sinzinger. Mit Köpfchen befördert er die Kugel in die Heimmaschen. 24. Minute, die Sportunion Geretsberg führt gegen die TSU Jecking mit 1:0. In der 36. Minute versucht es Jeckings Adam nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung mit einem Schuss vom 16er. Zum Ausgleich fehlen dann aber doch einige Meter. 4 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit beinahe das 2:0 für Geretsberg.
Alles beginnt wieder einmal mit einem Fehler der Heimelf in der Vorwärtsbewegung. Danach geht's blitzschnell in die eigene Richtung und endet mit einer Hunderter für die Gäste, die aber vergeigt wird. Das rächt sich für die Gäste nur 120 Sekunden später. Wieder einmal ist Yilmaz viel zu ballverliebt, spielt nicht ab, verliert die Kugel, hat aber das Glück, dass die Kugel bei seinem Spielkameraden Adam landet, der mit dem Weltklasse-Pass auf die rechte Seite zu Andreas Bermadinger, der nimmt das Leder perfekt an, zieht dann sofort ab und drinnen ist das Runde im Gästeeckigen. 43. Minute, TSU Jeging gleicht gegen die Sportunion Geretsberg nach einer Traumaktion zum 1:1 aus. Mit diesem Stand werden in der Jeging Arena auch die Seiten gewechselt. Das folgende Spitzenspiel der zweiten Klasse Südwest widmet Ihnen Franz Reitzhammer, Partner von WFuchs Austria, in Kooperation mit Helvetia Maklerservice Linz. Sichern Sie Ihre Risiken ab mit Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Zum Sieg mit einem Glas heller Freude. Urtypisch wir Zipferbier. Fensterwelt Moser in Hendorf am Wallersee. Seit 25 Jahren ein Familienbetrieb. Ihr Partner für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Montagen. Purfit Mattighofen. Einfach trainieren. Wünscht der TSU Jeging viel Erfolg für das heutige Match. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Samstag, 10.10.2020, erstes Elite-Radstraßenrennen in Königswiesen. Internationale Topstars U23 Amateure, Damen- und Landesmeisterschaft Amateure. Alle Infos auf mühlhügel.at. Hälfte 2 ist gerade einmal 2 Minuten jung. Da jubeln die Gästefans schon über die neuerliche Führung. Das ist allerdings zu früh, denn Heimeinser Bakula lenkt den Mihailovic-Kopfball mit einer unglaublichen Reaktion in den Corner. Weil sich diese Aktion den Titel Weltklasseleistung verdient, das Ganze auch noch einmal in Zeitlupe. Gejubelt werden darf dann nur eine Minute später nicht von den Gästen, sondern von den Heimischen. Die Dankl-Elf fährt einen Angriff über die rechte Seite, Hager, erst nach der Halbzeit eingewechselt, bedient Jakov Stevic ideal und der macht das Tor. 49. Minute, Jeging führt gegen Geretsberg jetzt mit 2:1. Ja, so schnell kann es im Fußball gehen. Statt nur 60 Sekunden vorher selbst zu führen, laufen die Gäste jetzt einem Rückstand nach. Kurz danach wird es in der Jeging Arena etwas hektisch. Ist ja auch ein Spitzenspiel. Aber Schiri Desch ist auch in dieser Situation so, wie übrigens in den gesamten 90 Minuten, Herr der Lage. So gibt's vom Unparteiischen für die Rückgabe an einen eigenen Tormann auch den berechtigten indirekten Freistoß unmittelbar vor dem Heimkasten. Irgendwie übersteht Jeging aber auch diese brenzlige Situation unbeschadet. Es bleibt beim 2:1 für die TSU. Nach genau einer Stunde ist Jeging ganz, ganz nahe dran an einer Vorentscheidung in diesem zweiten Klasse Südwest-Match. Denn der abgefälschte Schuss von Adam senkt sich genau Richtung Gästeheiligtum. Aber jetzt zeigt Geretsberg-Keeper Sinzinger seine Klasse. Mit den Fingerspitzen lenkt er das Spielgerät an die Querlatte. 4 Minuten später zeigt Yilmaz seine Sprinterqualitäten auf der linken Seite. Das ist wirklich stark. Dass der junge Mann aber nicht weiß, dass Fußball kein Einzel-, sondern ein Mannschaftssport ist, das ist schlecht für ihn und für seine völlig frei mitlaufenden Kameraden. Denn die Kugel kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Jeging kontrolliert jetzt das Match, lässt kaum mehr Chancen der Geretsberger zu und hat natürlich Platz für Konter, so etwa 7 Minuten vor dem Ende.
Nach einem perfekten Angriff serviert Hager Lassard das Spielgerät, der knallt es allerdings in die Innviertler Landschaft. Das ist es dann in diesem Spitzenmatch der zweiten Klasse Südwest. Die TSU Jecking schlägt die Sportunion Geretsberg mit 2:1 und hat damit, so wie die Gäste und jetzt auch Friedburg, die den ersten Nuller ausfassten, 16 Zähler am Konto. Das Corona-Jahr scheint für Jecking fußballerisch ein gutes zu werden. Apropos Corona, wir verzichten aus Abstandsgründen auf die sonst üblichen Interviews. Stattdessen noch einmal die Tore aus diesem Spitzenspiel.